Willkommen zurück zu Daylight nach der atemberaubenden Special Highlight Folge. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir jetzt einfach hier mal flott durchrushen. Aber ein bisschen lesen werden wir noch. So, zu Händen alle Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bau am Mid Island Hospiz zu beenden. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht von GNC Investments genehmigt und führen zu Vertragskündigung. Alle bisherigen beschäftigten Mitarbeiter werden bis zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch ans Hauptbüro. Vielen Dank, GNC Investments. Nein, 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 Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Falling to the blackness. So, was haben wir hier? New Island Kipling. GNC Investments bericht Hospizprojekt ab. 18. April 1987. Über das abgebrochene Konstruktionsprojekt angesprochen, reagierten die Bewohner positiv. Die 65-jährige Gladys Stone Sound meinte etwa, seit diesen Männer angefangen haben, auf Crowd Island ihr Unwesen zu treiben, wusste ich, dass es Ärger bedeutet. In unserer Stadt weiß jeder, dass dieser Ort nicht gestört werden darf. Gladys ist nicht die Einzige, die diese Ansicht vertritt. Auch der Verband zur Erhaltung von Crown Island hat diese Neuigkeiten gefeiert. Jennifer Flockware, die Gründerin der Gruppe, hat angekündigt, sie wollen feiern, dass die Eindringlinge verschwunden sind. In jedem Fall können die Bewohner New Kipling ein Ende der Tragödie auf der Insel erwarten. Juhu, das war supi. Ich glaube, ich werde da unten das nicht sammeln. Nein. Geh weg! So. Joe! Nach weiteren Grabungen im Untergeschoss des Hauptgebäudes wurden 12 Gräber entdeckt, vorerst unbeschädigt. Wir haben das Bodensonar verwendet und irgendwas ist definitiv dort unten. Die Jungs und ich haben vor, sie heute Abend auszuheben, um sie uns anzusehen. Ich werde vorerst niemand darüber reden, bis wir wissen, was es ist. Vermutlich irgend so eine dämliche Indianergrabstätte. Das wird den Bau Monate verzögern. Hoffen wir, dass es unbedeutend genug ist und wir es einfach vergessen können. Brian. Tja, hätten sie es mal nicht getan. Das war übrigens die Baustelle. So, und jetzt kommen wir zum großen Finale. Zu Daylight! Ja, wir sind im Finale. Huch. So, denn jetzt wird nicht mehr viel passieren. Round, round. Round, round, baby, round, round, la, 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 la. Das sieht jetzt wieder voll geil aus. Never seen the beginning. Endlich habe ich's durch. Ja, endlich. Treten Sie hinein! Jetzt sind wir wieder hier. Was? Okay. La 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 la. Oh, ein Set. Was? Wer macht da einfach die Tür zu? Ist denn sowas möglich? Und wieso brennt die Zigarette noch? Huch! Eigentlich wollte ich gar nicht auf dem Tisch stehen, aber naja, gut. Nein, so. Na, na, nimm nur Zettel, nimm den Zettel auf. Hello, 13. Ah, Mid Island Hospital, Patienten-Record-File. Datum 4. April 1988, Patientin 13. Ich fürchte, Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987. In diesem Krankenhaus steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb, Komplikationen durch rapiden Blutverlust und
verschiedene Narkotika in ihrem System, taten wir alles uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbar liebes Baby. Unvorstellbar liebes Baby. Und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in ihrer Umgebung gesucht, aber unsere Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichte gehen bis zur Legende der 13 Hexen zurück, die angeblich hier auf Mid Island getötet wurden. Die überlebenden Angehörigen der Familie Gwyn wurde anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläubischen Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet zwar nicht an fötalem Alkoholsyndrom, aber sie wird von regelmäßigen wiederkehrenden Ohnmachtsfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könnte sich um Narkolepsie handeln, aber andere Symptome lassen dann daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen. Sie schwankt zwischen Überschwächlichkeit und Katatonie. Wie sollen wir ihr je ein Zuhause finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärlicher Weise über Nacht verrückt wurden. Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie mit einem Fluch belegt, aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nur Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen. So kurz vor unserer Schließung muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde, Sarah Gwyn. Entschuldigung. Mögest du Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst, und nicht zu diesem Produkt deines Erbes. So hätte das ganze Spiel mal aussehen müssen. Hey, Spieldaten werden gespeichert. Das hätte ich mal vorher brauchen können. So sah das mal wahrscheinlich mal in guten Tagen mal aus. Was steht da? Future. Future, die neue Ausgabe. Die brauche ich. Lal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 a. Was? Okay. Huch. Nein! Awakening. Succeed into the light. Succession to the top of your own burning star. Encircling all 10 in 3. Oh my god. It's me. No! Die schlechteste Geschichte, die ich je gehört habe.
meierlich. Ja, und damit, ja, Daylight durch. Unglaublich, wir haben Daylight endlich geschafft. Ja, so ein bisschen im kleinen Speedrun-mäßig, weil ich kenne es ja schon, ich habe es ja damals im Stream gezeigt. Und ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich habe es aber trotzdem für euch nochmal gemacht, so als 200-Abonnenten-Special. So, weil ich am Anfang erst länger aufgenommen habe. Und dann anschließend dann halt habe ich das Ganze dann nur so stückweise gemacht, immer so Viertelstunde oder 20 Minuten oder so, um dann halt das nicht zu lange zu machen. Das erste war ja erstmal so als 200-Abonnenten-Special gedacht, so fast eine ganze Stunde. Ich muss schon wieder aufstoßen, ich weiß nicht warum. Muss ich beim Never Alone Let's Play übrigens auch. Werdet ihr ja mitbekommen. Diese Videos, die muss ich jetzt noch bearbeiten, dann lade ich es hoch. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich heute erscheinen, so am 2. Januar, vielleicht 3. Januar rum. Und ja, dann wären wir damit durch. Und ihr könnt auch gerne, das habe ich auch im Level Alone Let's Play gesagt, ihr könnt mir gerne ein paar Vorschläge, was ich Let's Playen soll, mal schreiben. Also schreibt mir ruhig mal rein, hör mal, mach mal auf der Playstation das und das. Also GTA wird kommen, ja, GTA zum Beispiel wird kommen. GTA 5 habe ich übrigens auch hier liegen gerade. Ist zwar noch nicht meine Version, aber kommt bald, ja. Hier geht ja. Ist sogar spiegelverkehrt. Vielleicht sollte ich das mal spiegeln. So vielleicht. Nein, Quatsch. Nein, wird kommen. Also ihr könnt doch gerne mal ein paar Vorschläge machen, was worauf ihr gerne mal Lust hättet, was ich Let's Playen soll. Bitte nur Playstation-Sachen, weil ich momentan noch kein PC habe. Ich werde aber dann wahrscheinlich dieses Jahr, werde ich mir wahrscheinlich einen PC organisieren. Und dann wird es auf dem PC auch ein paar Let's Plays geben. Jetzt erstmal möchte ich mich, ja, ich sag mal, ja, in Anführungsstrichen recht herzlich bedanken, dass ihr mit mir die Tortur hier begangen habt. Durch ja, Daylight zu gleiten, beleiten, wie auch immer, dass ihr mit mir das Abenteuer bestritten habt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns demnächst wieder in einem weiteren Let's Play oder in der Let's Play Live Show. Sehen wir uns natürlich wieder. Jeden Freitag, Samstag, 20 Uhr, wisst ihr ja, ne, immer einschalten. Und würde sagen, danke fürs Zusehen, macht's gut, ciao.